Hallo ihr da draußen und herzlich willkommen zu Brotschuh, dem Magazin rund um recycelbare Fußbekleidung. Heute... Was für ein Quatsch! Verpiss dich, du Nachgeburt! Schau, dass du Land gewinnst! So eine brotlose Unverschämtheit... Mischt sich hier in meine Aufnahmen ein. Da ist ein paar Euro, erzählst der Parkuhr oder wenn sonst so interessiert. Intro! Hallo nochmal, mein Name ist Oswald Bruczynski und hier geht's natürlich um Technik und Tutorials. Du Lappen, Technik und Tutorials! Heute möchte ich euch drei Uhren zeigen, mit denen ihr eure Zeitrafferaufnahmen wesentlich interessanter gestalten könnt. Aber vorher muss ich euch noch ein paar Dinge in eigener Sache sagen. Hörst du endlich auf? Nein, du Fratzengulasch! Gib endlich Ruhe! Scheiß arrogante Wessi! So, wo war ich nochmal? Ja, also ich wollte eigentlich nur ein paar Projekte ankündigen, die ich im Moment gerade am Vorbereiten bin. Ich teste einige Tutorials, die mit Kameratechnik und LEDs zu tun haben. Und ich bin mittlerweile ein sehr großer Fan von Mikrocontrollern geworden, sogenannte Arduinos. Und dazu will ich auch einige Videos machen. Leider sind einige dieser Projekte sehr zeitaufwendig. Und ich möchte zwar regelmäßig Videos rausbringen, aber mir ist eben die Qualität wesentlich wichtiger wie die Quantität. Ja, und deswegen kann es immer mal wieder ein bisschen dauern, bis ein neues Video rauskommt. Sowas braucht halt seine Zeit. Aber genau deswegen macht es extrem viel Sinn, dass ihr genau diesen Kanal abonniert. Damit ihr nämlich keine neuen Videos verpasst. Super Brotschuh, super geil. Ach ja, ein paar von euch haben es vielleicht schon mitbekommen, aber ich habe ja noch einen Zweitkanal, bei dem es auch um Musik geht. Bewerb dich doch dein Supertalent. Kleinen Moment, ich bin gleich wieder da. So, jetzt mache ich dir mal passende Ohren zu deiner tollen Nase. Hey, halt, halt, nicht. Ja, ich bin sehr vielseitig. Rechtslag. Auf jeden Fall ist auf diesem Kanal vor ein paar Tagen ein neues Video von mir erschienen, eine Animation, wo ich auch die Musik dazu gemacht habe. Und ich würde mich tierisch freuen, wenn ihr da einfach mal vorbeischauen könntet und vielleicht auch einen Kommentar da lasst. Wenn euch das Video gefällt, dann könnt ihr es natürlich auch mit euren Freunden teilen. Link dazu unten in der Infobox und hier im Video. Super Brotschuh, super geil. So, jetzt nehme ich euch mit nach draußen und dann probieren wir diese Zeitrafferuhren mal zusammen aus. Bis gleich! Jo, wir sind jetzt mal ein bisschen weiter rausgegangen, damit wir auch ein bisschen was zum Filmen haben, weil bei mir in der Boutique sieht das Ganze nicht so schick aus. Eine Zeitrafferaufnahme, englisch auch Timelapse, ist ein Videoclip, der über längere Zeit aufgenommen wurde und dann schneller abgespielt wird. In der Praxis macht die Kamera dazu in regelmäßigen Abständen entweder Einzelbild- oder Intervallaufnahmen. Für das, was wir heute vorhaben, eignen sich Einzelbildaufnahmen im Abstand von etwa 10 Sekunden. Das ergibt bei 6 Bildern pro Minute etwa 180 Bilder in einer halben Stunde. In normaler Geschwindigkeit, mit 30 Frames per Second abgespielt, erhalten wir so etwa 6 Sekunden Film. So kurze Aufnahmen muss man nicht unbedingt schneller abspielen, aber schauen wir mal. Ich habe mir diese drei Uhren besorgt und da stelle ich gleich meine GoPro drauf. Wenn die dann eine Zeitrafferaufnahme macht, dann dreht sie sich dabei um ein paar Grad und damit wird die Aufnahme halt viel interessanter und lebendiger. Da haben wir erstmal den Flomo. Der Flomo ist eine semi-professionelle Lösung, die so knapp 30 Euro kostet, je nachdem, wo man ihn bestellt. Außerdem läuft er bis zu 2 Stunden und dreht sich dabei einmal um sich selbst. Auf der Rückseite befindet sich sogar eine kurze Anleitung in Deutsch und Englisch. Man kann ihn guten Gewissens mit Kameras bis etwa 1 Kilogramm benutzen. Dafür klingelt er nicht, wenn die Zeit abgelaufen ist. Dann haben wir hier die berühmte IKEA-Eieruhr. Nein, das ist keine bezahlte Werbung, das Ding findet man so am schnellsten im Netz. Die Uhr hat keine Gewinde, also klebe ich hier mit doppelseitigem Klebeband eine Halterung für meine GoPro drauf. Oder man kann auch die GoPro direkt draufkleben. Viel mehr als eine GoPro würde ich der Uhr aber nicht zumuten. Ist die Zeit abgelaufen, dann klingelt die Uhr. Wenn sie sich einmal um sich selbst gedreht hat, ist ungefähr 1 Stunde vergangen. Also ist sie etwa doppelt so schnell wie der Flomo. Und das müsst ihr bei der Planung eurer Videos auch unbedingt mit einberechnen. Die Eieruhr kostet knapp 10 Euro. Etwas billiger ist dieser Küchentimer von TFA Dostmann. Er ist im Prinzip dasselbe wie die IKEA Eieruhr, nur ein paar Euro günstiger. Und so sieht er aus. Er hat dasselbe Problem, er hat keine Gewinde oben und unten und man muss die Kamera oder die Halterung der Kamera eben auch oben drauf kleben. Ich habe den zufällig auch im Netz gefunden und wollte ihn einfach mal ausprobieren. Alle drei Uhren zieht man am besten vorher voll auf, damit sich die Feder richtig spannt und die Uhren nicht kurz vor Schluss einfach stehen bleiben. Und dann auf die gewünschte Position und Zeit stellen. Ich mache jetzt eine halbe Stunde Aufnahme pro Uhr und dann vergleichen wir die Aufnahmen miteinander. Wie ihr sehen könnt, deckt die Flomo in derselben Zeit einen viel kleineren Winkel ab, weil sie eben langsamer läuft.
So, kommen wir zum Fazit. Ich kann alle drei Wecker empfehlen. Den Flowmo würde ich für Außenaufnahmen bevorzugen. Er hat halt auch eine deutlich andere Geschwindigkeit als die anderen beiden. Von daher ergänzen sich diese Wecker gegenseitig. Zwischen den beiden Küchentimern kann ich keinen großen Unterschied finden, außer 3 Euro. Das ist wohl Geschmackssache, welchen man da nimmt. Und auch wenn es hier keine Produktwerbung ist, sondern ich die Dinger tatsächlich real gekauft habe, ich packe euch einfach mal, weil die Fragen immer wieder kommen, den Link zu den Dingern unten in die Videobeschreibung. Und ob ihr sie dann da kauft oder nicht, das liegt vollkommen bei euch, das ist mir Wurst. Ich verdiene nichts dran. Bis jetzt. Das wird vielleicht doch mal irgendwann was. So, ich hoffe, das Video hat euch in irgendeiner Form weitergeholfen. Und wenn ja, dann gebt ihm doch einen Daumen nach oben. Das würde mich sehr freuen und den Kanal ein bisschen weiterbringen. In diesem Sinne, ciao und bis zum nächsten Mal. Und vergesst nicht das Video, von dem ich euch erzählt habe. Ich freue mich schon auf eure Kommentare. Ciao. Ich kann zwischen den beiden großen Küchentimern keinen Unterschied finden. Ich wollte schon immer mal so einen Vlog machen, wo ich hier mit der Kamera durch die Gegend laufe, ein paar Steine filme. Ja, vielleicht sollte ich auch mal so einen Rage-Vlog machen, wie dieser Typ, dieser andere YouTuber aus der Pfalz. Rage-Vlog! Hoffentlich sieht mich hier keiner. Alles Kacke! Ich könnte kotzen, könnte ich da! Ich weiß gar nicht warum, ist doch schön hier. Warum soll ich mich aufregen? In diesem Sinne, einen schönen Gruß an Trending Robin. Bei der schönen Herbstsonne. Lasst euch den Tag nicht verderben. Und habt viel Spaß. Wo waren wir? Hallo Regie? Schneid mir nicht raus? Okay.